Willkommen zu State of Decay. Wir legen heute gemeinsam los mit diesem kleinen Xbox Live Card Game. Ich habe mich davor nicht wirklich groß informiert. Ich weiß nur, es soll eine Mischung aus GTA und Dead Island sein. Klingt auf jeden Fall cool. Zombies abmetzeln ist ja immer eine schöne Sache, wie wir alle wissen. Und wir fangen mal mit einem neuen Spiel an. Holy shit, man! Holy shit! Das war das Intro. Hold on, I'm coming. Und schon sind wir drin. So schnell kann's gehen. Wir sollen hier den Überlebenden retten. Ein paar Zombies matschen. You okay? One of those psychos tried to bite me, but yeah. Yeah, I'm fine. Well, we can't just stay out here in the open. That's for damn sure. Ranger Station? Ranger Station. Maybe we can find some help there. But what the hell, man? We're gone 2 weeks. Everybody takes up cannibalism? Beats me. Ja, hier wären wir irgendwo in Amerika, mitten in der Wildnis. Naja gut, mitten in der Wildnis, wir haben hier eine Parkbank. So weit in der Wildnis können wir gar nicht sein. Die Grafik, finde ich, ist gar nicht mal so übel. Aber die Auflösung, da hätte man wirklich mehr machen können. Das sieht nicht mal nach 720p aus, das sieht so verpixelt aus. Okay, die da drüben ignorieren wir mal. Wir sollen da oben hin. Was können wir hier tun? Hier sehen wir das Inventar. Da unsere neuen Mitspieler, Ed Jones. Das Ganze ist ein reines Singleplayer-Game. Es soll so ein bisschen sein wie zum Beispiel DayZ oder WarZ. Und es soll irgendwann noch ein Multiplayer kommen, wenn sich das Spiel ausreichend verkauft. Shit, these guys look messed up too. Yeah. Stay low and keep quiet. Maybe we can get past them without being spotted. Ich sagte, wir sollen unten bleiben. Oh Gott, bist du ein Idiot. Ja, Ed, wir werden jetzt schon richtige Freunde. Okay, bis jetzt habe ich nur einen Stock in der Hand. Man könnte durchaus bessere Waffen finden. Aber hey, so ein Stock ist doch auch erstmal super. Mehr will ich doch gar nicht. Moment, hier können wir was tun. Okay, da war ich ein bisschen zu schnell mit dem Knüppel unterwegs. Also ich denke mal, diese Grafikprobleme, die werden noch behoben. Das Spiel ist gestern rausgekommen und ich könnte mir vorstellen, dass die Entwickler da sehr viel reinstecken. Besonders wenn noch der Multiplayer kommen sollte, dann könnte hier raus ein richtig gutes Spiel werden. Oh, da ist irgendjemand drin. Man weiß ja nie, wir gehen mal geduckt hin. Ed, ducken. Ed, sehr gut, er lernt dazu. Hier oben sehen wir unseren Status. Bevölkerung 2. Man, can anybody tell me what the hell is going on? What's going on is there's more of them up here than I expected. We need to sweep the rest of the cabins for survivors. But I've got injured people here I have to tend to. Okay, we'll see what we can do. We will? I appreciate it. There's a water tower out back that has a good view of the campgrounds. Might be worth your while to climb up there and have a look around first. We've got some supplies in the locker over there. Take what you need and stay safe out there. Also, dazu sagen wir nicht nein, hier drüben. Schauen wir mal rein, was wir hier so mitnehmen können. Ja, super, da ist ja gar nichts drin. Nix. Oh, hier. Boah, nehmen wir mit. Wieso nicht? Her damit. Her damit. Und weiter geht's. Dann bin ich endlich mal hier drüben meinen Stock los. Damit machen wir mehr Damage. Und hiermit? Beschädigt. Also die Gegenstände können wohl auch kaputt gehen. Ich weiß nicht, ob wir uns selber später irgendwelche Waffen anfertigen können. Wäre aber eine coole Idee. Okay, wir sollen hier drüben hin. Irgendwelche merkwürdigen Aktionen, aber jetzt kommen wir hin. Good sight lines up there. Ja, komm, hier nach oben. So. I'm there. Gonna take a look around. Ah, hier sieht man's, wir können jetzt hier die Gegend erkunden. Was haben wir hier? Campingplätze hier drüben. Noch ein. Nette Idee.
Also die Welt soll riesig sein. Und das Spiel hat auch eine feste Story, soll ungefähr, habe ich gehört, 20 Stunden lang gehen. Irgendwas fehlt hier noch, hier drüben. Also ein sehr umfangreiches Spiel. Okay, irgendwo hier. Ach, hier unten. Oh, was sehe ich hier? Ein Fahrzeug. You hear that? Gunshots. Yeah. Guess we're not the only ones having a bad day. Okay, wo Schüsse sind, da sind auch Waffen. Und wo Waffen sind, da bin auch ich, der die Waffen mitnimmt. Aber ich würde sagen, wir gehen erstmal da hinten hin. Zum guten alten Baumarkt. Okay, Ed, übernehmen Sie. Na gut, wir müssen wieder ran. Wow. Nicht übel, Ed. Okay, der hier drüben. Na komm, immer schön hier den Schädel zermanschen. Ist immer die beste Idee gegen Zombies. Und ich würde mir ganz gerne hier das Fahrzeug mitnehmen. Wäre schon cool, wenn wir direkt ein Fahrzeug bekommen würden. Was haben wir hier? Jo, wow, wow! Die können springen! Ganz neue Methoden. Was macht denn der hier für merkwürdige Dinge? Kuschelt ein wenig mit der Wand und wir wurden Stufe 2. Dann Moment, Moment, wo können wir hier was tun? Hm, keine Ahnung. Hier. Da oben sehen wir zwar Details und so, aber wir können hier wohl keine Punkte verteilen. Hier unten sehen wir die Werte. Also das Ganze hat schon wirklich Rollenspielelemente. Wir können hier einiges leveln, verbessern, Fähigkeiten erlernen. Ich denke mal, das wird später auch noch ziemlich interessant. Und wir finden... Nice! Molotow! Nur das Untersuchen hier, das hätten sie ein bisschen schneller machen können. Dauert ja eine Ewigkeit, wenn da ein Zombie kommt... Wahrscheinlich direkt hinter mir einer. Aber der gute Ed, der macht das schon. Wunderbar. Nothing. Dann schauen wir mal hier rein. Natürlich erstmal schön hier mit den Augen suchen. Und wir finden, wow, nice. Nice, sagt er noch. Ja, da sind wir einer Meinung. Also. Ja, die nehmen wir mal mit. Ich denke mal, die ist ein wenig besser. Können wir die auswählen? Können wir sogar. Also man sieht, man bekommt direkt ein paar Sachen zugesteckt. Wir sind jetzt hier in so einem Anfanggebiet. Ich denke mal, später kommen wir noch woanders hin. Denn wir finden hier Fahrzeuge. Die können wir irgendwann mal, vielleicht sogar jetzt, verwenden. It's locked. Okay, wir brauchen den Key hierfür. Nur wo zur Hölle kriegen wir den? Da drüben waren wir schon. Irgendwo hier war noch eine Ecke, die wir erkundet hatten. Ach, das ist so eine kleine. Ich dachte schon, wir hätten eine große bekommen. Aber egal, die sollte schnell sein. Zack, 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 hier fliegen die Arme ab. Auch irgendwie so ein bisschen den Bauch aufgeschlitzt. Na, mal sehen, was wir hier kriegen. Ich denke mal, wieder so ein Molotow-Cocktail. Yo, wieder so einer. Können wir auch gleich mal ausprobieren. Der hängt irgendeiner ab. Ach, das bist du, Ed. Ich dachte eben gerade, direkt neben mir steht so ein Zombie. Wow. Ein Gewehr. Nice. Na, die hier drüben könnten wir doch mitnehmen. Können wir eigentlich irgendwas Ed geben? Wäre auch eine nette Idee.
Moment, da kommt jemand. Ed, sehr schön. Alter Wrestler-Move. Denn wir können ja hier oben Ed auswählen. Und zwar hier. Aber können wir ihm auch was geben? Hier sehen wir seine Gesundheit. Zuversichtlich. Okay, die Figuren hier haben auch noch unterschiedliche Charaktere. Gehen wir mal in die Karte rein. Wir sollen irgendwo da unten hin. Und wir müssen ja immer noch die Ressourcen finden. Bis jetzt haben wir null. Ach ja, Waffen können wir so auswählen. Hier sehen wir das Gewehr. Aber ich will mir lieber mal hier die Munition sparen. Man weiß ja nie, denn ich denke mal, da wir ja hier survivalen sollen, allzu viel werden wir gar nicht finden. Ach ja, noch eine ganz wichtige Information. Das Spiel gibt es aktuell noch nicht in Deutschland. Es wird wahrscheinlich in Deutschland kommen. Ob es geschnitten wird oder sonstiges, keine Ahnung. Es hätte eigentlich gestern auch in Deutschland starten sollen, also in Österreich oder Schweiz oder irgendwelchen anderen Ländern in Europa. Da ist das Spiel ganz normal erschienen, kostet 1600 Microsoft Points und die USK will jetzt eben nochmal über dieses Spiel drüber fliegen, gucken, ob sie es ab 18 freigeben und wenn es so sein sollte, dann soll es nächste Woche kommen. I don't know, man. Whole situation is pretty messed up. You think? What's next? Razor wire? Guard towers? That's not a bad idea, actually. We need to make things safer around here. Auf jeden Fall, sehe ich genauso. Zwar ein bisschen dämlich. Man könnte sich so schön einbunkern. Was wollen sie dann tun? Ich finde eh Zombies. Vielleicht, wenn ganz, ganz viele auf einmal kommen. Aber sonst, Zombies, die sind doch kein Problem. Das wäre so geil. Mal so eine kleine Apokalypse mitzuerleben. Einfach durch die Massen rennen. Alles niedermähen. Okay. Ein großer Rucksack. Nice. Ich denke mal, den können wir irgendwo hier drüben auswählen. Yep, und den hier, was machen wir mit dem hier? Können wir was ablegen? Ja, komm, weg damit. Ja, hier am Anfang wird es noch so ein bisschen ruhig sein. Später sollen aber andere Elemente noch reinkommen. Also nicht denken, dass das Spiel irgendwie langweilig wird. Es soll richtig gut werden. Ich habe mir gestern oder heute Mittag auch ein paar Kritiken durchgelesen und die waren schon immer im sehr guten Bereich. Also so 80-85%. Und wir bekommen Revolver. Kaliber 22. 6 Kugeln dabei. Sehr schön. Können wir hier noch was looten oder können wir weiterziehen? Moment, hier drüben. Also das hier könnten sie wirklich schneller machen. Ah, schon wieder so einer. Wir nehmen ihn mal mit. Gut, wie komme ich nach unten? Ich will hier hin. Mal schauen, finden wir hier einen Weg? Ja, das könnte funktionieren. Hier oben müssen wir hin. Denn ich denke mal, wenn ich hier runterspringe, dann verliere ich nur ganz schnell Lebensenergie. Nicht wahr, Ed? Sprinten können wir auch. Hier an der Seite sehen wir die Ausdauer. Die geht langsam runter. Ausdauer können wir auffüllen. Oh, schon wieder ein Schuss. Mit Lebensmitteln. Wer ist Colton? Wer ist Strand? Here they come. Oh nein, sind da hinten viele. Wow. Die Frau braucht keine Hilfe. Wahrscheinlich brauchen eher wir Hilfe. Also ich muss sagen, hier meine kleine Axt, die ist ziemlich gut. Auf jeden Fall viel besser als der olle Stock. Immer schön hier die Hände erstmal weg. Das nennt man Entwaffnung. Ich habe keine Energie mehr. Ich könnte einen Wiener gebrauchen. Bin aber gerade zu faul.
Wie? Noch einer? Oh, daneben. Hey, das Zielen ist ja schwierig. Holy shit, are you okay? You mean aside from being lost in the woods, attacked by psychopaths, and watching two of my best friends die? Yeah, I'm Peachy. Sorry I asked. So, is it this bad everywhere? Man, I hope not. We got some survivors back at the ranger station that seem to know what's going on, but we didn't have time for orientation. Well then, let's get the hell back there. Love the idea, but we got kinda volunteered. To check a couple other places for survivors first. Just think of it as payback for the time that you volunteered us for the running of the bulls in Pamplona. Okay then. You want a tank point, or should I? Ladies first. Na gut, ich würde sagen. Anyways? Oh, Dialog. A couple guys from the unit came up here to do some deer hunting. Are you in the army? You don't miss much, do you? Anyway. We're on our way back when these psychos rushed us out of goddamn nowhere. What happened? You see me? You see Coulter Strand? Do the math. Na, die anderen wurden wohl infiziert und zu Zombies. Na gut. Wir gehen jetzt erstmal wieder hier drüben hin. Andererseits, wir sind hier. Wir können auch mal hier hin. Nicht mehr da. Hm. Dann gehen wir hier hin. Irgendwas können wir hier noch mitnehmen. Wir sollen ja immer noch Sachen finden, damit wir die anderen in dieser Hütte am Leben erhalten können. Irgendjemand ist ja da oben verletzt gewesen. Und ja, ich denke mal, alle, die wir so finden, bringen wir mal da oben hin. Vielleicht können wir sie ja dort lassen. Und ich finde, Ed ist auf jeden Fall der perfekte Kollege. Bis jetzt schlägt er sich ziemlich gut. Sympathie ist da. War ich hier schon drin? Ach, hier drüben. Ein Generator. Mal sehen, was wir kriegen. Okay, wieder so einer. Ja gut. Und jetzt sind wir hier fertig. Dann machen wir noch ganz schnell den hier und dann ziehen wir weiter nach oben. Ein Leuchtsignal. Oh, sowas kann man immer gebrauchen. All quiet here. Der sieht ja mitgenommen aus. Irgendwie ist der Schädel abgetrennt worden. Ach komm schon, das ist eine Kühlbox. Jeder kann sowas öffnen. Kindersicherung. Ein Bifi. So. Hier sind wir finito. Dann gehen wir mal ganz schnell zurück zur Hütte. Schauen mal, was wir hier so tun können. Ignorieren, ignorieren, ignorieren. Der will nur Aufmerksamkeit. What the hell? I thought you said you had survivors holed up in here. They were fine just a minute ago. Well, obviously not anymore. Guys, guys, come on. We gotta at least check the place. Somebody might have survived. He's gone. Yeah. Poor bastard. Well, let's see if he's got a wallet on him or something. What the hell, Ed? To check his ID, for Christ's sake. Shit! Nein! Nein! Help me! Scheiße! Ed!
guy was dead. I swear to God, that guy, he was dead. How the hell does that happen? I don't know, man. Doesn't make sense. We can't stay here. Come on, let's grab what we can and get moving. Oh, verflucht. Moment, können wir das sehen? Okay, der hier drüben ist der Nächste. So eine Scheiße. Eben gerade sage ich noch, ich mag Ed. Da hinten geht die Tür zu. Und natürlich, was kommt als Nächstes? Ed wird gebissen. Und ja. Wir sehen uns in der nächsten Folge vielleicht. Danke fürs Zusehen. Und